Hallo, hallo, die lieben Leute. So, heute ist ein Tag, nur dem es mir so schlecht gegangen ist. Heute geht mir gut. Das freut mich, dass ich nicht krank bin. Das heißt, dass ich schon ein bisschen ausgelutscht bin, was normal ist. Aber ja, das ist Samstag, ich muss nicht arbeiten gehen. Und ich fahre dann nach vorne. Und dann gehe ich das Training halten. So, ich muss mich auf der Straße abhängen und filmen, weil ich will lieber rangehen und einer Nachbarn, die nicht gesehen hat, dass ich da getrippelt habe. Ja, ergo, ich muss noch einmal zurück aus dem Auto. Wegen so, ich gehe Training halten und Form. Und dann gehe ich noch selber trainieren. Gestern, das tut mir aber ein bisschen nachdenken zu gehen. Und das ist ein bisschen schlecht gegangen, also ich habe auch den einen oder den anderen da ein bisschen Halsweh. Dafür wünsche ich mir dann heute ganz flott einen kleinen Vitaminbomb gemacht. Das ist aus der Apotheke so, ja, ein Vitaminbomb, so ein Tee, den ich warm oder kalt kann trinken kann. Mit Vitamin C, mit Zink. Ich weiß nicht, was noch alles dran ist, aber auf jeden Fall. Ich habe mir immer viel geholfen, wenn ich krank war und die Hunde gedreht habe, hält sich das nochmal prophylaktisch. Für zu verhindern, dass ich krank bin. Voilà. Das wollte ich nicht sehen. Ja, dann gucken wir, ob ich mal noch Training. Ich gehe heute an den Basic Fit. Ja, wenn noch nicht gerade 7000 Leute sind, dann höre ich mal noch ein Training. Aber wenn es viele Leute sind, dann genau ein Training gefilmt. Heute gehen wir auch noch auf den Chantier. Wir sind noch gerne am Bauen. Ja, mal gucken, wie weit das da kommt. Wenn ich mal endlich können, da rappeln rein. Ich meine, zwar recht nächstes Jahr, aber ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Voilà. Ich freue mich auf den Nachhaut, weil das ein guter Tag ist, das Sonne und das Weekend. Wir treffen uns noch mit Kollegen mit und das ist schön. Voilà. Ciao! Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? Out of my mind, and you, I'm none more than a
gerade zurück vom Masse. Und zwar war ich Shopping machen. Ich habe mir dann ein bisschen die Kamera aufgeholt. Da kann ich auch gucken. Respektive, wenn ich nicht vorstellen kann, was das ist. Das ist mit Ventousen, mit einem Glas. Ventousen, die dann im Regen auf den Bein platziert gehen. Was auch gut war, weil ich ja gestern bin trainiert und ich weiß nicht viel wer, respektive hat ich geändert in meinem Training, aber ich habe einen anormalen Muskelkater heute. Keine Ahnung. Boah, es wird, guck mal, weit von 1000 helfen. Das ist mir gespannt. Ich meine, ich auch noch ein Update-Foto, wie das ausgesehen, weil das ist noch ziemlich blöd. Ja. Und du gehst schaffen. Let's los. Ciao. Dir gefällt. Wie komisch. Hier ist aber gesagt. Okay, das Ja. Das ist mega, mega lusch, ja. Was kannst du machen? Das ist mega gut für Muskeln. Schau, was kannst du bewegen? Das ist mega, okay. Ne? Ja. Mehr Zeit, du kriegst da jetzt komplett aus dem Weg. Du probierst da locker, du musst mal dir wischen. Okay. Mehr, das ist richtig gut für die Phasen komplett los zu kriegen. Okay. Der lief leid. Wie ihr seht, aus dem Mäus frei. Und ich sehe zur Aufwisselung als NRW und der Fitness. Ein Mäus Cardio zu machen. Was steht tun? Wir haben noch 11 Tage. 11 Tage bis zur Kompetition. Schon noch ganz genau 2 Schafftage. Das haut am Uhr. Ja, und dann geht es erst. Überhaupt, das war für mich noch nicht so ein glücklicher Tag. Schon tatsächlich ein Kilo mehr wie die letzte Woche. Für wer, ich weiß es nicht. Was dazu kommt, ich bin ein bisschen krank, ich bin länger hin. Und gestern hatte ich mit der Aufwisselung mal statt gewärmt gemäß, wenn ich mal gedacht müsste, ein Salat mit dem gemäß. Das war eine ganz schlechte Idee. Ich werde noch abgelaufen wie ein riesiger Ball. Und ich hatte so Peng am Bauch schon den halben Tag gefutzt.
es war wirklich schon nicht angenehm. Also, es war wirklich der Trischwege. Ich hatte extremen Bauchkram. Ich hatte das schon für ein enges Jahr, wo ich Salut gegessen habe. Schon entre-temps, aber Salut gegessen, da hatte ich nicht. Weil wir waren noch nicht so abgelaufen, ich hatte kein Peng. Ja, ich hole nicht wunder, dass es das Salut ist. Also, schon ein Eisberg gegessen. Und ich denke, dass es davon aus ist. Ich kann mir nicht vorstellen, von was es sonst kommt. Sonst hat mein Jesse ja nicht geändert, dass er den sich schon geehrt hat. Ja, voilà. Und dann halt ein Kilo mehr. Uncool, EFD ist für eine Kompetition, aber bon. Das ist eben so. Ich habe halt noch ein Form-Update mit meinem Coach. Dann sehen wir, ob in den Kilo da auch mehr gesagt haben. Ich weiß es nicht. Ich hatte noch keine Zeit für den Morgen nach dem Spiegel zu gucken, respektive aus dem Spiegel und dann kommen leider meine Freunde zu schlafen. Ich kann ihn aber noch nicht mal für einen Fahrkrasch machen. Nicht mehr für das Spiegel, ich kann am Spiegel gucken. Ja, voilà. So viel mal zu mir heute Morgen. So. Einmal Cardio durch den Morgen. Wir schaffen. Training durch und zweite Cardio. Wir sind schon mal. Los gehen wir schön und dann muss ich definitiv nicht da machen, weil die sehen nicht mehr ganz schön aus. Ja. Und essen. Schon wahnsinnig schon Hunger. Das sind Sachen, die manchmal daran zu heben sind. Ich will mich nicht erzählen. Für den. Das wollte ich erzählen. Ich werde nächste Woche schaffen. Ich verspreche nicht, noch nicht, weil ich nicht kann halten. Aber ich probiere nächste Woche also einen kleinen Video online zu setzen. Das ist die Woche für eine Kompetition. Einfach mit meinen Gefühlen, meinen Gedanken, mit dem, was in der Haus steht. 3 bis 5 Minuten, nein, ist lang. Es ist einfach nur ein bisschen updaten. Was so eine Woche für eine Kompetition ins Matz springt, weil das ist ein Rendezvous und ein oder andere. Ich gehe bei der Koffer und dann gehen ich auch den einen oder anderen Tag ein bisschen runter und ein bisschen entspannen, weil ein entspannter Körper sieht besser aus. Und ich nehme einfach frei und ich will mir das auch gönnen, respektive meinen Körper die Auszeit auch gehen, um einfach ein bisschen zu relaxen. Was steht noch nächste Woche um? Ja, dann habe ich ein Posing-Training, wo ich stillholen, also ein Posing-Seminar mit Katja Moreira. Ich verlinke erst seinen Account hier drin. Der das Glitzerboyer Wellness IFBB Pro Kompetitrice. Sehen Sie das? Kompetitrice? Ich habe schon keine Ahnung. Der hat schon mal ziemlich falsch und egal. Ihr versteht, was ich meine. Ja, hat schon die Befehle zu Bursche.